Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch alles rund um den neuen Zauberwald auf der 1.8 Version. Ich zeige euch, wo ihr diese ganzen speziellen Items, die ihr für das Crafting dieser Zauberstäbe herbekommt, wie das Ganze funktioniert, die unterschiedlichen Biome, Bosse, alles was ihr wissen müsst in diesem Video. Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, wie man überhaupt in den Zauberwald kommt, es wird immer alle 15 Minuten ein Zauberer auf einem Plot tippet, beziehungsweise spawnt er da und dort könnt ihr dann eben in den Zauberwald rein. Wichtig ist aber, alle eure Items in eine Truhe legen, denn ihr müsst mit einem Clean Inf, also ohne Rüstung auch etc., EC könnt ihr lassen, könnt ihr in diesen Zauberwald betreten und alles, was ihr hier mitnehmt, könnt ihr auch wieder in den normalen City Build Server mitnehmen. Ihr habt ja auch eine eigene EC. Ich werde euch gleich zeigen, wie alles hier funktioniert mit Crafting-Rezepten, wie ihr das überhaupt alles bekommt und wie diese ganzen Zauberstäbe auch übrigens auch funktionieren. Deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Zauberstab. Das wäre der gewöhnliche Zauberstab. Hier sehen wir auch schon gewöhnlichster Zauberstab im gesamten Zauberwald. Rechtsklick, um mit einem Strahl zu schießen. Seltenheit 100 von 100. Kommen wir erstmal dazu, wie man diesen Zauberstab überhaupt craftet. Dafür brauchen wir die Permafrost-Diamanten, Permafrost-Eisen und Zauberwaldstöcke. Wie bekommen wir das Ganze überhaupt? Diese Erze bzw. Permafrost-Diamanten, Permafrost-Eisen. Es gibt hier natürlich verschiedene Biome in dem Zauberwald, wie wir sehen. Und in diesem Biom können wir dann eben auch diese Erze finden, wo wir die dann auch eben erhalten und dadurch eben diesen Zauberstab craften können. Zum Craften legen wir hier einmal die 4 Permafrost-Diamanten rein, dann in die Ecken die Permafrost-Eisen und dann noch einmal einen Zauberwaldstock in die Mitte. Und nun haben wir hier einen gewöhnlichen Zauberstab. Der hat jetzt eine Seltenheit 77 von 100. Ich habe jetzt alle 100 auf 100 zur Verfügung gestellt bekommen. Hier sehen wir schon ein paar Mobs. Die können wir jetzt auch einfach mal abschießen. Und wir sehen schon, wir haben auch einen kleinen Cooldown drauf. Wir können mit diesen Zauberstäben jetzt beispielsweise hier Mobs angreifen. Es gibt natürlich hier auch Bosse, die können wir damit ebenso angreifen. Wenn wir hier normale Mobs angreifen bzw. killen, dann bekommen wir jetzt zum Beispiel hier normale Items. Wenn wir aber beispielsweise Bosse killen, dann bekommen wir Items für die Zauberstäbe, die wir eben zum Craften benötigen. Als nächstes kommen wir zum Feuerzauberstab. Dafür benötigen wir magische Feuerkugel, heißes Feuer und wieder den Zauberwaldstock. Den benötigen wir bei allen. Diesen legen wir wieder in die Mitte, in die oberen Ecken und links, rechts tun wir heißes Feuer, links, rechts, oben, unten in die Ecken die magischen Feuerkugeln und erhalten einen Feuerzauberstab. Jetzt mit der Seltenheit 41 von 100 beispielsweise, das ist immer so ein bisschen zufällig. Jetzt gehen wir mal an diesen Creeper ran und wenn wir den jetzt hier, ich sag mal leicht hitten, dann sehen wir schon, hier haben wir zum Beispiel mehrere. Dieser hat zum Beispiel einen höheren Cooldown, ich denke mal, um die Server-Lags zu regulieren, weil hier passieren schon mehrere Effekte auf einmal. Wir sehen schon zwei Feuerbälle und schon gibt es hier ein paar Kometeneinschüsse, würde ich mal behaupten. Weiter geht es mit dem Eiszauberstab. Hierfür brauchen wir spitze Eiszapfen und kalter Schneeball bzw. kalte Schneebälle. Die legen wir in die Ecken und hier legen wir das Eis rein. Ihr merkt schon, die Crafting-Rezepte sind alle recht gleich gehalten. Suchen wir uns mal hier die Zombies. Wenn wir diese angreifen, dann werden die eingefroren, wie ihr seht. Es steht auch im Chat, du hast den Spieler Zombie eingefroren. Wir sammeln jetzt mal hier welche und wenn ich jetzt das Ganze hier mache, dann wird wieder nur ein einziger NPC bzw. ein Monster eben gefreezed. Das ist auch wichtig zu beachten, das Ganze ist immer nur für ein Monster und nicht für eine ganze Herde, wie ihr seht. Das Ganze können wir natürlich leveln. Ich habe jetzt mal den stärksten mir geholt und wenn wir jetzt wieder hier ein paar sammeln und diese anschießen, dann sehen wir schon das Ganze, wo dieser Zombie gefreezed ist, dauert erheblich länger. Dasselbe natürlich auch mit dem Feuerzauberstab. Hier tun in dem Fall nicht nur zwei Feuerbälle einschießen, sondern schon ein paar direkt hinterher. Für den Blitzzauberstab tun wir hier wieder einen Stock in die Mitte. Die geladene Mini-Blitze
wieder in Form des Kreuzes und funkelnde Donnersteine in die Ecken. Und jetzt bekommen wir einen Blitzzauberstab. Nehmen wir jetzt uns mal diesen Zombie hier als Ziel. Und hier schlägt nun, wenn wir wollen, ein Blitz ein. Mit dem hochgelevelten tun da schon ein paar mehr Blitze natürlich wieder einschlagen. Ihr könnt alle Zauberstäbe, die ich in dem Video zeige, auf diese maximale Stufe bringen. Also 100 von 100, das ist das Seltenste und das Beste. Der nächste Zauberstab ist der Laserzauberstab und der ist echt... Craften tun wir den wieder mit dem Stock. Mit grellem Laserpulver, das kommt in die Ecken. Und zerstörtes Laserfragment, das tun wir hier wieder so anordnen und hier bekommen wir den. Zum Beispiel jetzt 11 von 100, das ist jetzt nicht besonders gut. Suchen wir jetzt uns mal hier abseits von den ganzen Mobs etwas und zwar jetzt diesen Block hier. Und wenn wir den jetzt hier antippen, sehen wir, das Ganze wurde abgebaut. Jetzt denkt man sich, ein Block. Na gut, aber jetzt nehmen wir mal den krassesten und der ist natürlich komplett hochgelevelt. Und wenn wir den jetzt nehmen... Sehen wir schon, hier lässt sich ordentlich gut das Zeug farmen. Und das Ganze hat sogar hier, wie man sieht, keinen Cooldown. Bedeutet, ihr könnt damit richtig in die Minenfarm gehen oder beziehungsweise eure eigene Minen erstellen. Deswegen ist das Teil mein Lieblingszauberstab. Als nächstes haben wir den explosiven Zauberstab. Den machen wir mit gefährlichem Schwarzpulver. Dies ordnen wir so an und mit explosiven Sprengkörpern. Das kommt in die Ecke und dann bekommen wir das Ganze raus. Wir sehen schon 81 von 100. Das ist zum Beispiel ein richtig guter Zauberstab. Das Ganze zeige ich euch mal hier an der Spinne. Ihr seht schon, den ein oder anderen Krater kann man damit sehr gut versenken. Das Ganze hat einen 3-sekündigen Cooldown, aber Mobs lassen sich damit auch gut entfernen. Und zum Schluss des Videos tun wir auch noch einen Boss mit all den besten Zauberstäben bekämpfen, damit ihr mal seht, wie mächtig diese Zauberstäbe komplett aufgelevelt sind. Kommen wir zum Giftzauberstab. Hier benötigen wir wieder den Stock, toxische Kartoffeln und giftige Spinnenaugen. Wenn wir uns jetzt hier mal eine Spinne aussuchen, sehen wir schon, dieser ganze Bereich, das ist jetzt natürlich der beste. Und nicht nur die Spinne, sondern alles, was in dieser Area inbegriffen ist, wird komplett vergiftet und stirbt dann. Ihr seht schon, diese ganzen Spielereien sind natürlich richtig geil. Und was wahrscheinlich ebenso geil ist, ist der Teleporter-Zauberstab. Stock in die Mitte, sehendes Teleportationsauge und runde Teleportationsperlen. Daraus erhalten wir den Teleporter-Zauberstab. Zu Demonstrationszwecken visieren wir jetzt einfach mal diese Blume an. Wir sehen, diese Enderperle hat sich geworfen, beziehungsweise der Zauberstab wirft sie. Und umso höher wir sie werfen, umso weiter werden wir teleportiert. Und dieser Zauberstab ist auch umso besser, weil wir eben nur eine begrenzte Zeit im Zauberwald verbringen können. Und da hilft dieser Zauberstab natürlich extrem. Für den Wandzauberstab benötigen wir zum Craften einmal den Stock, klebrigen Beton oben unten, zwei rote kaputte Wandstücke links und rechts. Und graue kaputte Wandstücke benötigen wir vier. Dann haben wir jetzt hier einen Creeper, vor dem wir uns beschützen. Boah, Alter, ist der schnell. So schnell, dass wir am besten hier eine Schutzwand benötigen. Zack. 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ist das Ganze breit. Das ist jetzt Seltenheit 44 von 100. Und wir sehen, die Mauer ist schon weg. Wenn wir jetzt einmal mit dem 100er Stab hier eine Mauer errichten, sehen wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke. Und 1, 2, 3, 4, 5, beziehungsweise jetzt 3 in der Dicke. Also umso höher das Level, umso breiter bzw. dicker wird diese Mauer. Bei sehr schnellen Creepern auf jeden Fall gut zu verwenden oder auch eben bei Bossen. Wie wir auch sehen können, wir hier zwischenzeitlich auch einmal Beacons farmen. Und zwar farbige Beacons, wie zum Beispiel ein pinkes Leuchtfeuer hier. Wie versprochen kommen wir zum Bossfight, den ich euch natürlich nicht vorenthalten will, mit den maximal aufgelevelten Zauberstäben. Hier haben wir zum Beispiel diesen Tempel mit einem Spawner. Das hier ist, würde ich meinen, nicht der Boss, aber der sollte demnächst hier gleich spawnen. Um mal zu demonstrieren, wie schwierig sind diese Bosse in dem Zauberwald eigentlich. Ihr seht, das sind jetzt alle die besten Zauberstäbe der besten. Da ist der hier auch gespawnt. So, einmal bitte einfrieren. Dann tun wir mal ein paar Blitze auf den Herrn zaubern.
Wir sehen schon, der Spieler Maskwell ist der Boss, den ihr hier bei diesem Tempel anfinden könnt. Ihr seht auch, der hat leichte Effekte. Die habe ich aber auch, wie ihr seht. Und erstmal guten Flug. Ich hoffe, der kommt heute noch runter. Oh, ich glaube, das war's mit dem Boss. Zweiter Versuch. Hier haben wir den nächsten. Der andere, ich weiß nicht, ob der in der Luft verreckt ist. Ich habe den nicht mehr gefunden. Einmal einfrieren und er schießt... Ich dachte gerade, der ist von seiner eigenen Insel runtergefallen. Schattenbogenschütze haben wir hier. Einmal Blitze für den Herrn. Ich glaube, den Explosiven lege ich mir mal ganz weit weg. Und wir sehen schon, der Typ ist auf jeden Fall brandgefährlich. Wo ist er hin? Sag nicht, er ist von der Insel gefallen. Aber findet ihr mich alle so abstoßend, dass ihr vor mir wegrennt? Ihr merkt schon, die Zauberstäbe sind sehr gut effizient bei Bossen. Es gibt natürlich leichtere und schwerere. In meinem Fall reicht mein Gesicht anscheinend schon aus. Hier sehen wir zum Beispiel ein weiteres Biom und einen weiteren Tempel mit einem Boss. Hohoho, Hallihallöchen. Wen haben wir denn hier? Pyromane haben wir hier. Dann wird dir der Feuerzauberstab bestimmt richtig gut gefallen, würde ich mal annehmen. Ich glaube, er ist so fasziniert. Er überlegt gerade, ob er schon wieder von mir wegrennt. Hier unten haben wir zum Beispiel auch Magma-Dracheneier. Und wir haben hier auch einen Gas anscheinend. Eieiei, wie viele Gas spawnen denn hier bitte? Jetzt muss ich mal hier mal mich rantasten. Jetzt stehe ich hier daneben. Hallihallo. Ganz schön langsam. Aber das wird ja hier ein richtiges Festival, glaube ich. Aber ihr merkt schon, hier haben wir eher weniger den Boss als Problem. Ich habe hier natürlich alle komplett hochgelevelten Zauberstäbe. Die sind hier auch sehr effizient. Zombies, Monstern, alles, was hier rumrennt. Ah, ich habe mich gerade selbst vergiftet. 1A Taktik. Ah, mit dem Explosiven hat es diesmal sogar gepasst. Wie ich sehe, gibt es hier auch... Moment mal, das will ich jetzt sehen. Ah? Schade. Aber so schwer sind die auch nicht zu besiegen. Aber auch interessant, hier haben wir schon direkt das nächste Biom. Ihr seht, hier gibt es viel zu entdecken. Die Zauberstäbe, die Mobs, die Bosse. Natürlich könnt ihr hier auch farmen. Hier gibt es auch kleine Gebilde, wie wir sehen, mit einem Boss-Spawner wieder. Und hier ist sogar auch schon der nächste. Ihr seht also, jeder Boss ist nicht nur einmalig in dieser Zauberwelt. Hier haben wir Moneybags wieder, dann ein Beacon. Hier haben wir zum Beispiel den nächsten Boss. Eieieiei, was ist denn mit dem Herrn los hier? Wen haben wir denn hier? Ich bin komplett blind. Abbaulähmung, Übelkeit, das fängt ja gar nicht mal gut an. Ich muss den Herrn mal unter Kontrolle bringen. Der Spielertest ist eingefroren, das ist auch gut. Hier, nimm mal meine Blitze. Ah, wenn wir ihn eingefroren haben, dann geht das sogar mit dem explosiven Zauberstab. Bisschen Gift kann er ja sicherlich auch vertragen. Der Laserzauberstab ist hier bestimmt auch ganz lustig, ne? Tschüss. Oh, nochmal eine Portion Schwung hier. Ist er... Oh, ich glaube, er ist in sein Loch gefallen und gerade gestorben. Er ist doch 1A. Was haben wir hier? Ein Schneegolem. Vielleicht können wir den besiegen. Oh, das geht. Der ist nicht ganz so leicht, aber auch nicht sehr schwer. Hier haben wir auch kleine, nette Gebilde. Und auch wieder das nächste Biom mit ein paar dazu entsprechenden Beacons. Und das auch nicht sehr wenige. Also ihr merkt schon, es lohnt sich auf jeden Fall, auch in diesen Wald reinzugehen. Hier habe ich zum Beispiel wie gerade wieder was Neues entdeckt. Das ist auch echt geil, dass man hier immer wieder was Neues findet. Ihr könnt das natürlich alles selber austesten auf dem 1.8-Netzwerk von Griefer Games. Ich bin aktuell auch selber das erste Mal hier drin, ne? Und ich muss sagen, ich finde es einfach mega. Ich bin beim nächsten Boss aufgetaucht, den habe ich nun gefunden. Die spawnen manchmal nebeneinander, manchmal muss man auch ewig weit rennen bzw. fliegen. Ich habe gerade im Chat die Mitteilung erhalten, du hast nur noch 60 Sekunden, bis du den Zauberwald verlassen musst. Der Boss hier ist gar nicht gespawnt, das kann auch an der Helligkeit liegen. Es gibt aber auch noch einen weiteren Boss. Diese zwei Bosse werde ich jetzt in diesem Video nicht mehr zeigen, aber wenn ihr sie sehen wollt, dann
am besten selber ab in den Zauberwald. Das Wichtigste habe ich in dem Video gezeigt, wie ihr was craftet, wie das Ganze funktioniert, wie hier alles zu finden ist, was ihr beachten müsst. Und deshalb überlasse ich euch die zwei Bosse mal selber, damit ihr auch selber das Ganze mal austesten könnt. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video soweit gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es hier ein neues Griefer Games Video. Und da wurden wir rausgeworfen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.